So, Freunde, frisch am Montag geht's weiter zurück bei Pokémon Arceus und wir haben noch einiges zu tun hier beim Erforschen, nicht wahr? Unter anderem haben wir noch eine Quest, warte mal. War das eine Quest, wo es irgendwie nicht um Traumvögel zu Balnes Haar, das geht hier sowieso nicht. Sondern, wir müssen suchen. Ah, im Hochland, okay. Da schon wieder. Okay. Gut, das heißt, ich würde hier doch mal einen Versuch starten, irgendwie, rasch durchzuwaschen. Passt ja. Ja, also hier die Items schnell zu suchen. Unterwegs nach hier und jenes einsammeln, falls wir gerade irgendwas entdecken. Was nehme ich da ab? Hier und Raki? So, hier irgendwo müsste es sein. Da. Genau, geht es ein bisschen darum. Hier haben wir zwar einen massiven Outbreak. Könnt ihr mal angucken, worum es da genau geht, weil das haben wir, glaube ich, im Verlauf des Let's Plays noch nie gesehen. Dann würden wir gerne mal irgendwann noch die Zeit nehmen, hier hinten für ein Herrscher-Sichlor. Eventuell mal noch für die Bammelins, die hier irgendwie rumschwirren sollen. Und ich glaube, die Geister wie Nebulak und Traumvogel holen wir uns woanders. Also hier so im Kona Hochland. Kona Hochland vor allem. Hey, ihr wisst schon, was ich meine. Kraterberg Hochland, ganz klar, aber war offiziell okay. Huch. Wer ist denn hier? Also, Miliza. Und ich hab mich schon gewundert. Zack, zack. So, hätten wir das auch. Dann wäre einer noch hier drüben. Nein, falsches Symbol. Eigentlich geht es ja geradeaus weiter für uns. Habe ich eigentlich schon Level 10 Eintrag von ihm? Nee, da haben wir schon, dass noch ein bisschen was fehlt. Schwer Exemplar gefangen. Pff, ja. Er ist ein Kack-Hyperball, da funktioniert nichts. So eine Scheiße aber auch. Ah, Hitler, war eh noch. Du bist ja gleich weg, oder? Nee, der bleibt, okay. Das hat bei Feuerpoken auch gut funktioniert. Aber das ist scheiß Galaupa schon wieder. Noch nicht gefangen, eben, stimmt doch, weit hat man schon, dass ich noch gar nicht gefangen habe. Den ich aus irgendeinem Grupp mal noch entwischt. Warte mal, wenn der Köder bei Punita funktioniert, wird der wohl bei ihr auch funktionieren. Ernsthaft? Sag mal. Da ist näher dran. Tja, Tonnenbälle, die bringen's halt. Auch noch, haben wir dann Elite-Pokémon gefangen, sehr geil. Irgendwo hier müssen diese Mass-Ausbreaks sein, war jetzt so Pudox. In der Fahrtrichtung unterwegs. Da drüben soll es also viele Pudox haben, war? Okay.
Gut nochmal, ist hier eigentlich über den Fluss hinweg noch irgendwas Spezielles nach hier oben? Vermutlich nicht wahr, okay. Aber was sind wir hier überhaupt? Strapazen, war ist nicht das mit dem Griffel-Dingsbum, so wie wir noch so Matribi fangen müssen. Nee, nee, das ist nicht hier. Aber hier viele Bienen. Das Herrscherskaraban auch noch. Stimmt, ganz vergessen. Mal ganz kurz gucken, wenn ich schon auf der Jagd nach Herrschern bin. Fällt so die Pflanze nach Pokémon in der Honigköder war, oder? Ja, genau. So, sie ist näher ran. Elite Pokémon, lalala. Jetzt kommt ein großes Exemplar, sehr schön. Warte mal, ich muss irgendwo Pudux haben. Wo sind die jetzt? Also irgendwie Mass-Outbreak sehe ich noch nicht so viel. Ah, doch dort. Das ist Level 3, da könnte man noch ein bisschen was machen. Besser muss der mal ganz kurz weg. Weil der nervt ein bisschen. Aber mir aus Knie schon kommen. Die Flügelbälle hier so viel bringen? Sind eigentlich keine Flug-Pokémon, aber sind natürlich flugfähige Pokémon, wa? Störrig sind die schon. Sag mal. Ein bisschen störrisch, sind sehr störrisch. Ich habe gefangen 4, besiegen, registrierte Formen 2. Okay, muss reichen, hoffe zumindest. Kraft hat nicht gesehen, ja gut. Ich habe ganz ehrlich gar keinen Bock mehr, irgendwie meine ganzen Wälder für einzusetzen. Also, alles recht ist, hä? Den haben wir doch irgendwie schon. Ne, hat er nicht. Ach stimmt, zwei Dinger fehlen mir noch, wa? Theoretisch. Ja, aber ganz ehrlich. Mir fehlt irgendwie so ein Move wie Trugschlag. Da wären wir hier ganz nice. Naja, auf alle Fälle hat das eigentlich so weit geklappt. Dementsprechend würde ich jetzt hier weitergehen, dem Wasserfall entlang. Weil eben hier, irgendwo da oben ist doch dieses seltsam fliegende Garados. Ah, oh, Kleinstein, okay. Da war noch mal. Ne, hier bin ich richtig eigentlich falsch, weil da war ich ja schon mal. Hier hinten war ich noch nie. Diese ganzen Fittlauch-Dinger. Oh! Hier gibt es ja Bammelins. Ja,
Ausnahme sind sie keine großen, wa? Sag mal. Hey, Kabador, na, was geht ab? Sag mal, ah. Okay. Lauter Carpathos, wa? Ja, irgendwie ein Herrscher habe ich eher gehört, oder ein Elite-Pokémon, aber... Blöp. Schade. Sonst wäre es nicht so schlecht gewesen. Ich guck mal, von der Größe her geht es darum. 0,78, da ist noch nicht so ein großes. Ja, was soll ich da machen? Ich meine. Ja, ich kann es in der Donnerwelle versuchen, nachher fangen, aber. Wir bringen hier so eine Frage. Nee. Ah, diese Bammeli mit mindestens 0,8 Meter ist so nervig, ey. Ist ja irgendwie schade, aber ist einfach nur nervig. So. Hier muss irgendwo noch so ein Elite-Pokémon sein. Erztunnel. Huh? Ernsthaft? Der war hier, okay. Weil hier waren glaube ich noch nie. Nimm's doch mit, okay. Ich weiß nicht, da wo ich schon mal war, oder? Kann das sein? Das kommt mir alles sehr bekannt vor gerade. Sneeper, ist der genau, um hier hochzuklettern oder was? Aber wo ist Sneeper? Oh! Ist das ein Elite Hytera? Ernsthaft? Dann bitte mal sehen. Hallo? Ich würde gerne mal sehen, was für ein. ...62, wa? Vor die Augen, nee. Na, Kraft der Wildnis erfüllt. Hier meinen sie auch, theoretisch. Ei, Gramba. Perfekt.
schnell bist du ja nicht. Das heißt, mit dem Tonnenball müsste er eigentlich reichen, ne? Stark genug geschwächt bist du ja auch. Ernsthaft, wenn es jetzt Risikotechnik einsetzt, ist halt. Ja. So, machen wir also Hytera selbst im Arsch. Hast du toll gemacht, du scheiß Elite-Pokémon. Was braucht mir jetzt da? Also. Was sagt der Mond diese Nacht? Da sieht man. Oh, Vollmond! Man könnte Ursaluna entwickeln. Also Ursarin zu Ursaluna. So, ist das jetzt nicht irgendwie der Ort hier, wo... Skardos ist? Hä? Na komm. Ja, es ist ein Burmi, ein kleines Burmi. Ja, was willst denn du? Tschüss, Mann. Hä? Schon eins? Er kann kaum dasselbe sein. Achso, warte mal, das ist ein Janera, kein Hytera. Sag mal, Jungs, genau, bitte mal beruhigen hier. Natürlich trifft sie auch nicht. Dass die Kraft hat eine höhere Trefferquote, das finde ich auch sehr interessant. Das war zu befürchten. Ja, wart mal ab, wart mal ab. Alter, warte gar nichts. Warum kann so ein Scheißviecher Flammenwurf? Mann, ey. Du Weichei! Mhm, klar, das glaube ich auch. Jetzt Zeit zum Boosten! Okay, jetzt muss ein Booster bereichen. Oh, die wollte zwar fangen, aber egal. Hä?
ist da unten. Ah, noch ein Macholo. Oh! Die Dinger brauche ich auch noch. Ich glaube da unten, dort war ich mal. Schon länger her. So, und wo sehe ich jetzt dieses scheiß Garat? Da muss es von hier aus gewesen sein, oder? Dort, da fliegt's. Bin zwar irgendwie ganz da drüben, aber eigentlich was hier auf meiner Seite. Ja, doch nicht. So, mal gucken, ob du auch fliegen kannst, Kumpel. Okay, klappt. Dankeschön. Müssen wir irgendwie hier mal hochkommen. Zeitgefüge ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wie besiegt worden hier mein Team. Da finde ich das nicht so geil. Das ist aber schnell. Ah. Ja, da ist auch was. Sehr schön. Flohendes Item. So, hier hinten wollte ich eigentlich noch hin, war wegen diesem Sichlor und hier hin. Warte mal, machen wir es anders. Nee, warte mal, machen wir es anders. Wir gehen erstmal hier hin zum Sichlor. Zum Elite-Sichlor oder Alpha-Sichlor von mir aus. Machen wir nämlich irgendwie den Weg zurück und gehen hier drüber und müsste hier noch ein Relaxus sein, sind wir hier eigentlich fürs Erste fertig. Raumzeitverzerrung, ja, ist zwar schön und gut, will ich jetzt momentan nicht unbedingt hin. Ah, da hinten war es, ja, stimmt. Oh, scheiße. Oh, da oben. Vierzehn Geisterlichter, sehr gut. Aua. Wie kann man schon da rüber? Oh, warte mal, bin ich... Bin ich doof oder bin ich doof? Ich bin sehr doof. Ja, komm her, also jetzt beruhig dich mal. So, hier hinten haben wir es nämlich schon mal gesehen. Ist es gerade das da? Los ist es eigentlich. Okay. Warum hat das nicht geklappt, Leute? Ich verstehe das. Es ging doch extra zum Köder hin und nachher irgendwie wieder. Also manchmal mit diesen Herrscher- oder Elite-Pokémon, mit der ganzen Fangmechanik. Manchmal ist die einfach nur für den Arsch. Sorry, wenn ich es nochmal so sagen muss, aber ist doch so. Versuchen wir es nochmal.
Es geht nicht mehr dahin. Warte mal. Du bist doch eins, was gerne Pilz, Honig. Ja, du warst eigentlich alle Dinger. Die hier. Hä? Jetzt hängt sie ja fest, oder was? Okay, das war ein bisschen schräg, Leute. Aber hey. Manchmal das ganze Spiel ist doch schräg. Irgendwo hier sogar noch irgendwie ein Elite-Bidi-Phase oder so, aber irgendwie sowas im Hinterkopf. Ja, mit dem Bammelin ganz ehrlich, ich glaube, solange wir irgendwie nicht ein Elite-Bammelin finden, dann lassen wir es, also weil. So, die sind irgendwie alle immer viel zu klein. Alles Kadabra? Okay. Und da ist es auch schon. Du. Und zurück. Nee. Nicht für Level 16, ganz ehrlich. So. Die Raumzerfassung verziehe ich jetzt auch mal. Übrigens, ich habe mich noch ein bisschen informiert, was es da mit diesen Dingen schon auf sich hatte. Mit diesen Kristallscherben und so. Oder genau mit diesen Scherben, die man da halt findet in den Raumzerverzerrungen. Ja, falls wieder und so. Ja, da geht es darum, dass wir die Sternstücke selbst herstellen können. Ist eine schöne Idee. Vielleicht, mal gucken. Die Rauchkugel? Ah, hier. Was sagen Sie? Sieht er uns nicht, oder was? Also, warte mal. Ein Relaxo. Ist es ein am Boden lebendes Pokémon? Eigentlich schon, wa? Ich meine, es ist Relaxo. Der frisst sowieso gerne alles, aber... doof. Also wenn es ein Pokémon gibt, das Tonnenbälle braucht, dann er. Seid ihr das auch, Freunde? Elite Relaxo. Sehr schön. Puh. So, muss man sagen, Gebiet soweit abgeradet. Also was ich jetzt so auf den Anblick gesehen habe und so. Perfekt. Ja, mit Bammelin und so. Meh. Kein Bock mehr drauf. Aber gut. Leute, würde ich mal sagen, dass wir in der nächsten Folge... mal wieder ein anderes Gebiet aufmachen, wo es auch ein bisschen mehr zu entdecken gibt.
Das ist nicht ein neues Gebiet, das schon nicht, aber irgendwie vielleicht ein Gebiet, wo wir Nebulak und Traumvogel fangen können und noch irgendwie zwei, drei Quests abschließen können. Nein, 0,78 ist einfach zu wenig. Carvador. Du. Forschung fortsetzen. Nein, wir müssen zurück ins Dorf, weil momentan eigentlich nicht mehr viel für uns zu tun. Kann ich mal noch gucken, was wir hier noch alles ablegen könnten. Zack, zack. So, Bälle habe ich momentan noch genug. Da müssen noch ein paar mehr kommen. Genau, mit diesen Scherben, die wir haben, die können wir in Kombination mit Sternstaub, können wir die zu Sternstücke verarbeiten. Müssen dafür aber irgendwie noch ein teures Rezept kaufen und so, aber dann wird es sich lohnen. Ich glaube, man kriegt noch relativ viel Kohle, also schlecht wäre es in dem her nicht. Was man mal gucken kann, ist. Rauchknollen Rundplan. Natürlich gar keine Rauchknolle mehr, nirgends. Das ist ein bisschen doof gerade. Zurganstein, Eisenbrocken. Doch, die habe ich. Ja, gut. 9 Stück können davon machen, war Flügelbällen. Warum eigentlich nicht kommen? Finde ich eine ganz coole Flügelbälle, die können dann noch mehr machen. Düsenball kommt erst später, das ist auch kein Problem. Die ganzen Entwicklungssteine, sehr schön. Ja, weißt du was? Ne, die Dinger brauche ich, zack. Die auch, zack. 100 Feet Lauch, mhm. Das ist ein Spaß, Freunde. So. Sieht doch auch nach 9 Beeren aus, die wir so gar nicht unbedingt brauchen. Genauso wie die Zitrobeere. Sehr schön. So. Schön aufgeräumt, alles perfekto. Und dann würde ich sagen, ja doch, fürs erste Mal. Ja, ich meine, ich könnte jetzt das Raum-Zeitgefüge. Sollen wir schnell. Mal gucken, ist, wie lange es noch halten wird. Ich weiß, die Folge ist schon längstens vorbei. Ursa-Rings, hallo. Ja, irgendwo mal noch ein seltenes Item oder sowas. Lobs. Oh, ein Fittlauch. Oh, sehr selten. Sehr selten so ein Fittlauch. Apollo. Mhm. Mhm. Nicht unbedingt die Hardcore-seltenen Pokémon, wenn wir ganz ehrlich sind. Irgendwie Entwicklungs-Item suche ich ihn noch vergeblich, wa? Rings, ja, die gibt es aber auch in Hülle und Fülle in der Ära. Da brauche ich keine Raumzeitverkrümmung. So. Klapp sonst bald alles. Oh, ein Schlurbleck. Weiterentwicklung. Schön. Indigo. Was ist jetzt für eins? Und für die Nara! Was? Oh, Alter, Apollo! Nebula. Noch Apollo, Entschuldigung. Nein, ist er weg! Jetzt wird's Nebuli.
Für die Nachwärts wäre es cool gewesen, aber ja, da muss man zuerst mal mit Evoli begnügen. Hilft dir alles nichts, Freunde. So, 52. Genau, wenn ich jetzt aber auf Tempo Donnerblitz gehe. Ja, jetzt sowieso. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein Tempo-Donnerblitz, das nicht der killen würde, aber jetzt reicht sowieso. Toll, ganz einfach Donnerblitz. Das bringt's ja auch für einen Elektro-Stahl-Pokémon. Du, Zentnerbell. Ja, Level 45, das könnte knapp werden. Egal, nochmal ein Evoli. Man kann nie Evolis genug Evolis haben, Freunde, das wissen wir. Und für die Nara, hätte ich jetzt gern gehabt, muss ich zugeben. Nein, vielleicht spawnst du wieder. Oh, no nix, auch nicht schlecht. Da ganz ruhig, Ursaring. Chill mal deine Base. Ein normales Evoli. Was heißt normal? Evoli ist immer cool. Ich fange jetzt mal keins, da eben die Folge schon längstens vorbei ist. Will die nicht mehr so lange halten hier. Die Raumzeitverzerrung. Ja, und schon ist sie weg. Die Verzerrung ist verschwunden und ein Evoli hat sich in einen Wampel verwandelt. Das ist natürlich Müll. So. Dinge hier abgeben. Zack, zack. Zack, zack. Grundstücke waren diesmal nur selten vorhanden. Sehr interessant. Passt, glaube ich, wa? So. Freunde, zurück ins Dorf kommen. Ja, ein starkes Evoli. 45 Leco Mio, ey. Aha, na, warte mal. Zurück ins Dorf, wa? Genau. Nächste Folge, wenn wir das nächste Gebiet abklappern, müssen wie gesagt gucken, ob jetzt das bereits. Ein Gebiet, wo man irgendein oder andere Sidequest abschließen kann oder irgendwie noch ein seltenes Pokémon fangen könnte, der Elite-Pokémon oder whatever. Wir werden sehen. Oh, plötzlich eine neue Quest hier verfügbar oder was? Das ist die, die ich bereits ausgewählt habe. Beginnensweise Frostland. Ne, wir haben drinnen noch ein paar andere. Ein Griffelhügel, ne? Da müssen wir auch noch hin für ein Matribium dort zu fangen. Traumvogel. Und Nibulag ist mir so, glaube ich, am gleichen Ort. Also, Mann! Kraterberg Hochland, da müssen wir eigentlich finden. Naskne, da können wir, glaube ich, sofort abschließen. Kraterberg Hochland, ah, okay, die muss ich auch noch dort suchen. Königsblatt, da müssen wir, glaube ich, jetzt auch genug haben, wa? Okay, okay. Aber gut, Freunde, sagen wir mal an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legend Arceus, die Abenteuer hier. Gehen flockig munter weiter. Bye bye.